wir kennen diese Musik, Randall, und jetzt wird's einmal richtig spannend, glaube ich. Ja, bei der Musik stellen sich mir schon gleich die Haare im Nacken auf. Und das ist kein Wunder bei diesem Mann, bei diesem Monster. Auf dem Weg zum Ring, direkt von Monsters Island, mit einem Kampfgewicht von 115 Kilogramm. Meine Damen und Herren, es gehört, Victor Tempesta wurde aus Monsters Island angekündigt. Dann weißt du, mit wem der trainiert. Godzilla, Mothra, Rodan, Angilas. Ja, also der Mann, der muss absolut ernst genommen werden. Der verspeist andere Monster zum Frühstück. Wie ernst dieser Mann von Monster Island genommen werden muss, das haben wir auch bei Dark Chapter schon gesehen. Mit 5 anderen Gegnern stand er im Leitermatch. Und nur zu 5 waren die anderen überhaupt in der Lage, diesen Mann vor den Füßen zu holen. Heute hat er ein Singles-Match. Hier kommt sein Gegner. Randall, er hätte es auf jeden Fall verdient, aber wir müssen sehen, welche Chancen er wirklich haben kann gegen einen Mann wie Tempesta. Er ist ein junges, aufstrebendes Talent mit ganz viel Herzblut, ja, das können wir sicher sagen. Für viele eine der ganz großen Hoffnungen in Wrestling Deutschland. Ja, ob Tempesta so viel Interesse an Fairplay hat, wage ich mal zu bezweifeln. Geht auf den Handshake jedenfalls nicht ein. Ja, und du siehst es, der Kraftvorteile eindeutig bei Tempesta. Ja, wir sehen hier 80 Kilogramm gegen 115 Kilogramm. Allein das spricht schon mal für sich. Wir sehen den Größenunterschied. Ja, aber Nick Schreier, der macht das nicht schlecht. Er setzt ja seine Wendigkeit, seine Flinkheit ein. Ja, aber natürlich diese Kraftaktionen von Tempesta. Oh, hast du das gesehen? Ja, Wahnsinn. Aber Nick Schreier, geistesgegenwärtig, flink, umsichtig, versucht er hier Tempesta in die Schranken zu verweisen. Ja, er kriegt hier Tempesta mit dem Dropkick vom Apron, springt hinterher und wird gefangen. Oh, da muss er gegen den Apron, die härteste Stelle des Ringes. Und gleich nochmal, Tempesta hebt hier Nick Schreier aus, als wäre das so ein Sack Kartoffeln, als wäre das gar nichts. Was ich interessant finde, es ist das erste Singles-Match für Tempesta bei Unlimited Wrestling. Bisher, du hast es ja schon angesprochen, war ja in diesem 5-Mann-Leiter-Match, oh, Cover-Versuch. Nick Schreier kommt raus und er war auch schon im New Dawn Rumble. Ja, also das ist das erste Mal, dass Tempesta ja 1-gegen-1 einem Gegner im Ring gegenübersteht. Ja, und unabhängig davon, wie das hier heute Abend ausgeht, Randall, Respekt an Nick Schreier, dass er sich diese monströse Aufgabe zutraut. Wow, da ging die Hand glatt durch den Brustkorb. Und da ging die Pranke hat bis hierhin geklatscht. Wow. Das tut einem beim Zuschauen schon weh. Und Tempesta fordert Nick Schreier hier auf. Na los, mach das auch mal bei mir. Aber
Ja, die Hand von Nick Schreier, das ist ja nur wie ein Mückenstich. Ja, ich hätte eher Angst, dass Nick Schreier sich in die Hand verletzt, ehrlich gesagt. Aber aufgeben, das kommt für Nick Schreier auch nicht in Frage. Das ist ein Wort, das ist nicht im Wortschatz von Nick Schreier. Der versucht ja wirklich alles. Läuft aber in diese knallharte Clothesline von Tempesta rein. Coverversuch. Nur bis zwei. Nick Schreier kommt immer noch raus. Ja, aufgeben kommt für einen Nick Schreier nicht in Frage. Die Frage wird allerdings sein, wie will er einen Tempesta besiegen, wenn er ihn nicht mal von den Füßen kriegt? Wir haben die Dropkicks gesehen, wir haben die Forearms gesehen, die Chops gesehen. Nick Schreier legt da seine ganze Energie rein und Tempesta, der strauchelt nicht mal. Der steht da, der nimmt das alles hin und sagt, schön, was hast du noch? Diese Monstrosität, Tempesta, der lässt sich ja einfach nicht mal einen Millimeter verrücken. Und Nick Schreier, der hat ja Probleme, ja, vor lauter Schmerzen wieder in den Ring zurückzukommen. Unsere Ringrichterin Liz zählt ihn an. Aber da ist er zurück im Ring und sofort, wie ein Bluthund, ist Tempesta wieder auf ihm. Dropkick, tief gesprungen in den Rücken von Nick Schreier und er muss gleich wieder raus. Eine saugefährliche Aktion übrigens. Da kann so einiges kaputt gehen, wenn da 115 Kilo mit solcher Wucht auf dein Rückgrat krachen. Ja, Nick Schreier, der hält sich auch den Rücken, der hält sich den Brustkorb. Den stehen die Schmerzen ins Gesicht geschrieben. Tempesta will ihn sicher wieder zurückholen. Oh, Nick Schreier versucht hier irgendwie... Ja, sehr gut. Erwischt hier Tempesta mit dem Insurigiri und... Oh, wird aber abgefangen von diesem Monster. Body Slam und da wackelt der ganze Ring. Wahnsinn. Cover geht nur bis zwei. Aber Wahnsinn auch, wie es Nick Schreier schafft, hier doch noch aus dem Cover rauszukommen. Unglaublich. Also Randall, ich bin ja kein Wrestler, aber ich glaube auch, wenn ich Wrestler wäre, wenn ich gegen Tempesta in den Ring steigen müsste, würde ich direkt beim Einzug, schon abklopfen. Der Anblick dieses Monsters würde schon ausreichen, da gebe ich dir recht. Der Tempesta hebt jetzt hier Nick Schreier aus, aber er rollt sich hier hinter Rücks. Wollt ihr vielleicht einen German probieren? Wieder ein Enzo Egiri. Und immer noch steht Tempesta. Tritt hier Nick Schreier das Bein weg. Aber der Superkick, der wird abgefangen. Noch ein Enzo Egiri. Tempesta strauchelt. Und... Spinebuster von Tempesta. Und was für einer. Nick Schreier kommt schon wieder raus. Wahnsinn. Unglaublich, was Nick Schreier für Nehmerqualitäten hat. Was für ein Kämpferherz. Das ist nicht nur Quick Nick, das ist auch Tough Nick. Das muss man an dieser Stelle absolut ganz klar betonen. Und Tempesta, der lauert hier in der Ringecke, nimmt Anlauf. Oh, was für ein Avalanche in die Ringecke. Aber Nick Schreier kontert mit diesem Kick. Ja, Chops von Nick Schreier. Der lässt sich einfach nicht klein kriegen. Der junge Mann aus dem Erzgebirge. Flying Vorarm von Nick Schreier. Und jetzt stolpert Tempesta in die Ringecke. Ist er jetzt kurz davor, zu Boden zu gehen? Kommt Nick Schreier jetzt ins Match? Ist das jetzt seine große Chance? Er nimmt Anlauf und wird nach draußen befördert. Ja, Tempesta, der hält so ein bisschen den Kopf, aber da muss noch mehr kommen. Jetzt ist Tempesta ein bisschen benommen. Nick Schreier mit all seiner Agilität duckt sich unter der Close-End des Monsters weg. Satellite Digi! Und Tempesta liegt! Tempesta liegt im Ring! Coverversuch von Nick Schreier. Oh, das war doch mal ein deutliches Statement. Da ist Tempesta sehr, sehr deutlich rausgekommen aus diesem Cover. Ja, ja. Tempesta ist da sehr deutlich rausgekommen. Aber Randall, Nick Schreier hat gerade das geschafft, wozu es bei Dark Chapter im Ladder Match 5 Leute und eine Leiter brauchte. Er hat Tempesta von den Füßen geholt und jetzt will er hier nachsitzen. Ist auf dem obersten Seil, aber springt ins Leere. Und Nick Schreier versucht jetzt hier Tempesta irgendwie runterzukriegen, aber Tempesta schlägt einfach mal zu. Clothesline! Oh. Und schon hat sich das Match wieder gedreht. Tempesta lädt sich Nick Schreier auf und... Spinning! Oh. Oh.
Schöner Airplane-Slam. Ich glaube, Nick Schreier sieht, wenn überhaupt, dann jetzt nur noch Sterne. Der hat keine Ahnung mehr, wo er ist. Und Tempesta lauert nur auf ihn. Knie gegen den Kopf von Nick Schreier. Das war's. Der Mann aus Monster Island hat seinen ersten Einzelsieg bei Unlimited Wrestling errungen, Randall. Aber was für eine Leistung, was für ein Einsatz von Nick Schreier. Ganz, ganz großen Respekt an den jungen Mann aus dem Erzgebirge. Der hat uns hier gezeigt, warum man mit ihm in Zukunft rechnen muss.